Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, gute Nachrichten kommen am Anfang unserer heutigen Folge. Beide vor einer Woche vorgestellten Miezen konnten die Achinoa schnell verlassen. Der traurige schwarz-weiße Kater, den sein Frauchen wegen gesundheitlicher Probleme nicht mehr versorgen konnte, hat ein neues Zuhause gefunden. Der weiß getigerte Fundkater wurde von seinen Besitzern erkannt und ist wieder daheim. Was für ein Glück für die zwei. Gleich drei Katzenkinder sollen heute ihre Chance bekommen. Zuerst geht es um ein kleines Katzenmädchen, das am 10. Juli in Westhausen gefunden und zur Achinoa gebracht wurde. Das Miezchen hatte eine Halsentzündung und musste tierärztlich betreut werden. Sie ist sehr zahm und hat mit Sicherheit bei Menschen gelebt, denkt Tierheimleiterin Katrin Mattes. Für die junge Katze werden die Besitzer gesucht. Außerdem präsentieren wir heute zwei getigerte Katzengeschwister, die zusammen vermittelt werden sollen. Die Katzenbabys wurden zu viert unter einem Busch in Bad Tabarz gefunden. Der Finder beobachtete zunächst, ob die Katzenmutter zum Säugen kommt. Leider war dies nicht der Fall, so kamen die Winzlinge zum Tierschutz. Die Kätzchen sind ungefähr 6,5 Wochen alt. Zwei von ihnen haben schon ein Zuhause gefunden, nun sollen auch die beiden Geschwister schnell in die Obhut liebevoller Hände. Die zuckersüßen Miezchen sind ganz zutraulich. Je eher sie menschlichen Kontakt haben, umso enger wird die Bindung. Längere Zeit sollten sie nur in einer Wohnung leben. Wenn die Umgebung es zulässt, können sie langsam an Freigang gewöhnt werden. Vielleicht sind sie ja sogar bei den Menschen geboren und man hat die große Kinderschar einfach ausgesetzt. Niemand weiß es. Die zwei süßen Böffchen sind ein Mädchen und ein Junge. Zwei Kätzchen machen nicht mehr Arbeit als eines allein. Im Gegenteil, sie haben sich immer zum Spielen und Toben. Die Lebensfreude wächst sehr, wenn wir unseren Alltag mit Samtpfötchen teilen.